Hallo und willkommen beim Whiskywaiter. Ich habe heute eine Flasche im Glas oder einen Whisky im Glas, auf den freue ich mich ganz besonders. Als ich das Etikett am Anfang des Jahres bei Whisky Experts gesehen habe, habe ich gedacht, boah, den musst du probieren. Und seitdem war das für mich irgendwie so der heilige Gral, den ich haben wollte, um ihn probieren zu können. Leider, leider nur für den amerikanischen Markt. Aber wer mich und meinen Kanal kennt, der weiß inzwischen, dass ich da glücklicherweise einen ganz guten Kontakt habe. Und jetzt ist er hier und ich kann es kaum erwarten. Was habe ich heute im Glas? Ich habe heute den Lagavulin 11 Jahre Offerman Edition Guinness Cask Finish. Wie gesagt, leider nur für den amerikanischen Markt gedacht, daher eine 750 Milliliter Abfüllung. Ebenfalls wie immer habe ich die Flasche in meiner Community verteilt und nur einen kleinen Rest für mich behalten. Ich habe diesmal nur 2 cl Samples verteilt, damit möglichst viele, viele Leute probieren können. Ich hoffe, ihr gehört dazu. Ja, wie gesagt, 11 Jahre gereift, wie der Offermann 2019, auch dieser hier. 11 Jahre Ex-Bourbon-Fassreifung. Und dann hat der hier noch ein 4-monatiges Finish in Ex-Guinness-Casks gekriegt. Und diese Guinness-Casks kommen wohl aus der Guinness-Brauerei in Maryland, also nicht aus Irland, sondern in Amerika. Was mir so ein bisschen zu denken gibt, dass das Guinness Finish nur 4 Monate war. Meine persönliche Erfahrung ist, dass Bier-Finishes jetzt nicht die intensivsten sind. Und gerade ein rauchiger Südeiler Whisky oder Lagavulin, die sind ja schon sehr dominant. Und dann ein eher schwaches Finish. Bin ich sehr gespannt drauf, ob das was ausmacht. Ich habe hier schon die normale Offerman Edition von 2019. Allerdings noch zu, habe ich noch nicht probiert. Der hat schon so eine schöne Holzoptik. Der hier hat jetzt auch so eine dunkle Holzoptik. Zusätzlich ist hier Guinness, steht hier so ein bisschen eingestanzt. Hier auf der Seite ist das Guinness-Emblem. Hinten steht so ein bisschen Marketing, bla bla. Ist eine Kreation von Nick Offerman, dem Schauspieler und Komiker. Oder in Kombination mit seinem Vater. Und der ist dann, glaube ich, auch pünktlich zum Vatertag rausgekommen. Ich bin jetzt echt gespannt. Man riecht den Rauch schon von hier. Also es ist halt ein typischer Lagavulin Islay Whisky. Sehr, sehr rauchig. Schöne Rauchnote. Ich habe so ein bisschen Lagerfeuer oder Kamin. Tatsächlich würde ich jetzt im ersten Moment sagen, geht das mehr in so eine kalte Rauchigkeit. Also so ein Feuer, was langsam ausglüht. Dazu so eine leichte Holzigkeit. Also die Rauchnote überlagert es nicht komplett. Das finde ich schon mal sehr gut. Jetzt kommt noch so eine Schinkennote, Specknote, die ich immer mal ganz gerne bei Lagavulin habe. So ein bisschen was Bauchspeckmäßiges.
Ja, man hat tatsächlich so ein bisschen dieses, was ich gerade sagte, diese Holzigkeit. Ich würde gerade das verbinden mit so einer, ja, mit so Röstaromen, also so ein bisschen angekokeltes Holz. Jetzt wird die Schinkennote, Baconnote wird ein bisschen dominanter. Abgefüllt ist er mit 46%, also schöne Trinkstärke. Ah, und jetzt? Jetzt macht er so ein bisschen auf und ich krieg so ein bisschen. Ich hatte gerade Vanille und Birne. Jetzt kommt noch so ein bisschen, ja, ich würde sagen, ein bisschen was von Eiche und Milchschokolade. Es könnte aber auch in Richtung von so einem Kaffee, Kaffee mit Milch oder sowas gehen. Also jetzt nicht komplett Milchkaffee, aber so ein schöner Cappuccino. Also, riecht sich wirklich gut. Ich bin echt gespannt. Zum Wohl. Schön Eiche, schönes Mundgefühl. Der Mundraum wird trocken. Eine ordentliche Portion Würzigkeit, auch hier wieder ordentlich Rauch. Ich finde tatsächlich sogar für Lagavulin relativ intensiv jetzt beim ersten Schluck. Wenn ich das mit dem 16-Jährigen vergleiche, beispielsweise, der finde ich sehr angenehm mild ist. Dann hat er hier schon ein bisschen mehr Wumms. Das geht dann eher so in Richtung des 10-Jährigen, der dann schon ein bisschen Kraft dahinter hat. Auch hier wieder so ein bisschen dieses angebrannte Holz, wie so ausgebrannte Fässer oder sowas. Und jetzt zum Ende hin. Ja, kommt, also es ist so eine trockene, holzige Note. Ich überlege gerade auch, ob das so in Richtung Zartbitterschokolade gehen könnte, wobei mir dafür so ein bisschen die Bitternote fehlt. Aber so vom Geschmack her passt es. Also ich muss sagen, in der Nase wird jetzt auch diese Cappuccino-Note, dieses bisschen geröstete, ein bisschen Milchschokolade. Wird intensiver, an die Rauchnote gewöhne ich mich langsam. Also die Nase gefällt mir wirklich gut. Und man sagt ja, dass so ein Bierfinish ganz gerne halt auch für so eine, ja, Schokoladennote oder sowas sorgen kann. Oder zumindest so Stout Malt kann das machen. Dieses Stout Malz. Also ich bin überrascht, wie sehr ein viermonatiges Finish bei einem 11-jährigen Whisky doch zumindest in der Nase ihren Einfluss nehmen. Hätte ich jetzt, ich hätte erwartet, man merkt davon nicht viel, aber tatsächlich doch.
Also wunderschönes Mundgefühl. Der Mundraum wird langsam trocken, was einfach herrlich ist, ne? Man hat ein schönes, cremiges Mundgefühl, dann wird der Mund langsam trocken, man merkt, es kommt ein bisschen Komplexität rein, es kommt ein gewisses Alter rein, ich habe Eiche, ich habe Würze, dann kommt diese Rauchigkeit dazu, die aber sofort dominanter wird, sobald man den Whisky auch runterschluckt. Dann kriege ich auch hier wieder diese holzige Note, dieses verbrannte Holz, diese Charred-Fässer beispielsweise. Wenn ich den dann runterschlucke, dann legt sich diese Rauchnote ein bisschen auf die Zunge, es wird ein bisschen milder, es wird ein bisschen angenehmer, es brennt nichts, es ist nichts scharf. Die Trockenheit bleibt allerdings, die Wangen kleben gefühlt immer noch so den Mundraum zusammen. Die Holzigkeit bleibt, diese ja, vielleicht Zartbitter-Schokoladennote bleibt. Hier im Geschmack ist es tatsächlich weniger Cappuccino, weniger Milchschokolade, sondern hier geht es mehr so in Richtung angekokeltes Holz und dunkle Schokolade. Dazu halt diese typischen Lagavulin Rauch Aromen, die ich finde, aber bei den jüngeren Lagavulins eher passen als jetzt beispielsweise bei dem 16-Jährigen. Das geht für mich dann mehr so in Richtung des 10-Jährigen. Aber alles in allem, ja, nicht verkehrt. Mein persönlicher Eindruck ist, dass die Nase besser ist als der Geschmack, einfach weil ich in der Nase mehr finde. Also ich habe mehr Komplexität, ich habe mehr Vielfalt an Aromen, die ich da rauskitzeln kann, die mir im Geschmack ein bisschen fehlen. Auch im Geschmack ein super leckerer Whisky, aber die Nase bietet einfach ein bisschen mehr und man könnte einfach viel länger an dem Whisky riechen, als ihn zu verschmecken, einfach weil man mehr Facetten hat. Also es bleibt bei so einer rauchigen Note wie so ein ausglühendes Lagerfeuer oder so ein ausglühender Kamin, wo noch eine gewisse Glut da ist, aber man hat auch schon so ein bisschen kalten Rauch dabei. Dann dieses angekokelte Holz. Ja, sehr, sehr lecker. Ich meine, ich mag sowieso Ayla, ich mag sowieso Lagavulin. Bin echt begeistert, dass ich mir die Flasche organisieren konnte. Wenn ich Glück habe, kriege ich im Herbst tatsächlich nochmal was. Das weiß ich aber noch nicht. Mein Kumpel, der nach Amerika auswandert, der ist jetzt nochmal für 2 Wochen hier. Dann geht es wieder rüber und vielleicht im Herbst oder erst an Weihnachten, das wissen sie noch nicht genau, kommen sie nochmal rüber. Ich werde gucken, ob ich jetzt demnächst, wenn sie in 3 Wochen wieder drüben sind, nochmal eine Bestellung rausschicken kann und die nochmal zu denen nach Hause liefern kann. Ich meine, dann ist das immer einiges an Geld, was da rumliegt, wo ich keinen Zugriff drauf habe, wo ich keinen Whisky zu habe, und wo ich hoffe, dass er sorgsam damit umgeht, weil er sich mit Whisky auch nicht großartig auskennt und die Sachen dann hinterher auch heile hier ankommen. Bei dem bin ich jetzt im Nachhinein froh, dass die heil angekommen ist. Er hatte den Karton zusammengefaltet, der ist wohl bei ihm auch so angekommen. Also diese Umverpackung und die Flasche selber war halt in so einem Polsterding eingepackt, in so einem, ja, in so einer Folie, das kennt ihr wahrscheinlich, wo man oben die Klappe aufmachen kann, so ein Luftpolsterding. Und davon war tatsächlich die komplette Hälfte kaputt nach dem Flug. Also die müssen mit dem Koffer echt umgegangen sein, wie nur was. Naja. Ich finde es immer wieder spannend. Also mein bester Freund wandert ja gerade auf eine Alpaka-Farm nach Amerika aus.
Und einerseits habe ich ein richtig weinendes Auge, weil mein bester Freund wandert einfach auf die andere Seite des Planeten, ja nicht ganz, aber verdammt weit weg. Und auf der anderen Seite habe ich genau dadurch die Chance, richtig, richtig spannende Abfüllungen zu probieren. Ich hatte jetzt zwei Amerikaner, also ne, einen American Single Malt Peated Port aus Kalifornien und einen kanadischen Grain Whisky. Und jetzt habe ich mir tatsächlich einen Reimport geholt, einen Schotten. Und ich muss sagen, ich bereue es nicht. Ich hätte am liebsten, glaube ich, eine ganze Palette hier rüber geschifft und hätte sie euch zur Verfügung gestellt. Ich freue mich, dass ich vielen Leuten, die Teil meiner Community sind, die Teil meiner Flaschenteilungsgruppe sind, die Möglichkeit geben konnte, ein Sample zu bekommen. Auch wenn es nur 2 cl sind und man sich dadurch natürlich nur grob einen Eindruck machen kann, hoffe ich, dass ihr es wertschätzen könnt und ihr euch freut, ihn überhaupt probieren zu können, weil ich glaube, so einfach kommt man an ihn sonst nicht ran. Tut mir leid für alle, die leer ausgegangen sind oder alle, die jetzt das Video gucken und noch nicht Teil meiner Community gewesen sind. Ich versuche immer und regelmäßig spannende Abfüllungen für euch zu bekommen und die hier zu probieren und die dann auch zu teilen. Und ja, kommt in meine Community, schaut in meine Flaschenteilungsgruppe, der Link steht in der Videobeschreibung. Ich gebe echt mein Bestes und mir viel Mühe, damit für euch viel Spannendes dabei ist. Der ist aber leider natürlich durchverteilt. Das hat nicht sehr lange gedauert, auch wenn ich wirklich nur kleine Samples angeboten habe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like gerne das Video, haut auf den Abonnieren-Button und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.